Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfocus-Folge vom 4.7.2020. Ja, zunächst einmal möchte ich mich zu Beginn dieser Folge etwas dafür entschuldigen, dass ich doch hier in etwas sehr pelzigem Look auflaufe. Aber in diesen Zeiten ist so ein Friseurbesuch, ich glaube ähnlich wie ein Zahnarztbesuch, nicht so wirklich das, nach dem mir der Sinn steht. Es ist allerdings mittlerweile so ein Grenzwert erreicht, also es wird Zeit. Entweder für das Verschwinden von Corona oder für die Überwindung dann doch zum Haareschneiden zu tigern. Nichtsdestotrotz sollten wir sehr schnell in die Themen der Vergangenheit, die Neuigkeiten einsteigen, denn es ist tatsächlich einiges passiert und über das möchte ich gerne hier berichten. Thema 1, heute auf meiner Agenda ist dann gleich ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert hat, als ich davon gehört habe, ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Es dauert allerdings noch ein bisschen, bis das Produkt hier in Deutschland erhältlich ist, aber das wird vermutlich im September soweit sein. Ich spreche über das DIA E6 Entwicklungskit von CineSteel. Ja, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, hat mich mal wieder gehörig aus den Pantuschen gehauen. Ich habe mir lange eine Alternative zu dem doch recht großvolumigen Kit von Tetenal gewünscht. Vielleicht eine 1-Liter-Variante. Das, was CineSteel da jetzt an den Start gebracht hat, ist nicht nur eine wesentlich flexiblere Variante, sondern es ist ein Kit, mit dem man die Tonung des Diafilms beeinflussen kann, schon bei der Entwicklung. Man kann ihn kühler machen, man kann ihn wärmer machen und wenn man ihn im Standardbereich entwickelt, dann gewinnt man noch Dynamik dazu. Das gucken wir uns jetzt mal ganz schnell an. Die neue CineSteel E6 Chemie vereint einige Fähigkeiten, die ich mir von DIA Chemie bereits immer gewünscht habe. Vorrangig da vor allen Dingen die Tatsache, dass ein Teil der Chemie in Pulverform verkauft wird. Das heißt also, die Lagerfähigkeit des Gesamtprodukts nimmt dadurch extrem zu. Zudem kann man alle Komponenten des Systems auch einzeln kaufen, sodass man nicht ein komplettes Set kaufen muss, wenn einem nur eine Chemikalie schlecht geworden ist oder aufgebraucht ist. Im Prinzip kann man sogar mit den Einzelkomponenten sich die Sets selber zusammenstellen. Ja, was heißt Sets in diesem Fall überhaupt? Dann kommen wir gleich zum zweiten fantastischen Ansatz von diesem DIA-Filmentwickler, nämlich die Tatsache, dass ich die Möglichkeit habe, und zwar meines Wissens erstmalig, im Entwicklungsprozess schon die Tonalität der Bilder zu verändern. Gerade dann, wenn ich tatsächlich Dias projizieren will, kann ich die nicht nachbearbeiten, sondern muss quasi im Entwicklungsprozess schon Einfluss nehmen auf die Farbigkeit. Und genau das kann ich mit dieser Chemie tatsächlich tun. Ich hatte die Gelegenheit, mit beiden Wright-Brüdern während einer Q&A-Veranstaltung zu sprechen und habe da verschiedene Fragen gestellt. Unter anderem hat mich natürlich interessiert, wie die Farbbeeinflussungen im Entwickler selber zustande kommt, und die Informationen, die ich da bekommen habe, ist eben, dass man während der Entwicklung dieser Rezepturen natürlich, ja, ich sag mal, verschiedene Ergebnisse bekommen hat, was die Tonalität angeht. Und natürlich wollte man ein neutrales Farbergebnis, das dem entspricht, was dem E6-Standard eben auch entsprechen sollte. Aber man hat eben auf dem Weg dahin Effekte gefunden, die so interessant waren, dass man gesagt hat, hey, daraus machen wir eigene Produkte. Im Prinzip werden die verschiedenen Farbkuppler im Film, in der Emulsion, selber unterschiedlich stark bearbeitet, sodass dann eben eine Verschiebung in kühlere, in blauere Töne oder eine Verschiebung in wärmere, gelbere Töne zustande kommt. Und genau das sehen wir im Prinzip hier, wenn wir uns die unterschiedlichen Farbigkeiten angucken. Da ist Daylight Chrome in etwa das, was man von einem normalen Diafilm erwarten würde. Tungsten Chrome führt das Ganze wie bei Kunstlicht
Filmen üblich eher in den blauen Bereich. Was natürlich toll ist, wenn ich nachts oder abends fotografiere, dann erhalte ich wieder neutrale, kühlere Farben als von Kunstlicht angestrahlt. Und Dynamic Chrome bietet etwas wärmere Farben, sieht meines Erachtens fantastisch aus, aber eben nicht neutral. Und es erweitert auch noch den Dynamikumfang, den der Film in der Lage ist abzugeben. Beim Ektachrom 100 ist der ja sowieso schon relativ stark und es werden nach Aussagen von CineStill bis zu 2, manchmal sogar 3 Dynamikstufen dann noch mehr rausgeholt. Also wirklich ein fantastisches Ergebnis, gerade wenn man hier unten mal in den Schatten reinschaut. Das sieht großartig aus und auch die Sonne ist längst nicht so stark ausgebrannt wie hier bei den beiden anderen Aufnahmen. Die gesamte Beeinflussung findet im Erstentwickler statt. Wir haben also hier den D9 Warm Tone Dynamic Entwickler, den D6 Daylight Chrome Neutral Tone Entwickler und den Tungsten Cool Tone Entwickler, der auf 3200 Kelvin eingerichtet ist. Dann gibt es den Farbumkehrentwickler und es gibt das Bleich- und Fixierbad. Ja, und dann komme ich eben zu diesen nuanciert steuerbaren Ergebnissen. Das Ganze ist, wie gesagt, für den Ektachrom 100 entwickelt, sollte aber mit Fuji Diafilm genauso funktionieren, wobei dann die Ergebnisse nicht ganz so auf den Punkt sein könnten. Die beiden haben gesagt, sie haben es selber noch nicht ausprobiert, weil sie sich jetzt einfach erstmal auf den Ektachrom konzentriert haben und sie hoffen auf erste Erkenntnisse und Erfahrungen dann aus der Community, genauso wie es dann darum geht, noch Push und Pull mit den Entwicklern auszuprobieren. Das Ganze ist da eine wunderbare kreative Spielwiese, auf der man sich austoben kann. Jetzt habe ich in verschiedenen Foren schon gehört, dass da Kritik, was braucht man, so ein Spielkram und hin und her und pipapo. Leute, vergesst eins nicht, ihr könnt, da ihr das Kit ganz individuell selbst zusammenstellen könnt, auch euch einfach ein Kit zusammenstellen, was nur den Daylight Chrome enthält. Dann habt ihr nur die Chemie für diese mittlere Standardvariante. Und dann ist das Ganze ein ganz normaler E6 Standardentwickler. Wer also nicht spielen, nicht probieren, nicht tweaken will in seinem Farbrahmen oder wer sagt, ich mache das sowieso nachher im Scan-Prozess, der wird dazu nicht gezwungen. Aber es ist eine wahnsinnig tolle Chance. Und bis jetzt war es ja so, dass Diafilm, was den Look anging, immer so ein bisschen hinterm Farbnegativfilm und erst recht hinter Schwarz-Weiß-Film zurückstecken musste. Und ich glaube, diese Entwicklung, dieses Produkt eröffnet Diafilm ganz neue Horizonte, ganz neue Welten, was kreatives Fotografieren angeht. Ich habe die Chance, ganz neutral, ganz nüchtern zu bleiben. Ich habe aber die Möglichkeiten, mit einem demselben Diafilmmaterial genauso zu fotografieren, wie ich das heute mit einem Tungstenfilm im Negativbereich mache oder eben wie es bei einem Negativporträtfilm, der auch ein bisschen stärker gesättigt, mehr ins Warme geht, meine Bildergebnisse sofort so zu kriegen. Von mir alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, hoch. Ich finde das Produkt so großartig und war so begeistert, als ich davon gehört habe. Und wer Diafilm fotografiert, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Sollte in Kürze in Deutschland auch erhältlich sein. Und wer noch nicht Diafilm fotografiert, der sollte dringend, ganz dringend mal einen Diafilm in seine Kamera legen und sich in den Bereich einarbeiten, denn da wird jetzt so einiges möglich. Die nächste faszinierende News kommt aus dem Haus Meyer Optik Görlitz. Da haben wir in der Vergangenheit oft drüber gesprochen. Die Vergangenheit soll Vergangenheit sein, denn es ist ein neues Team am Start. Auch darüber habe ich berichtet. Und es gibt die Produkte jetzt tatsächlich. Als Beweis, es gibt sie wirklich.
Der fleißige Zuschauer wird sich jetzt auch schon denken, was ich dann in Kürze mal im Test vorstellen werde. Seid darauf auf jeden Fall gespannt. Das Trioplan 102 2.8 ist lieferbar. Die anderen angekündigten Objektive, das kleinere Trioplan 50, das Lüdith, die werden jetzt in Kürze folgen. Das ist Manufakturarbeit. Da braucht es ein bisschen, bis man mit einem kleinen Team ausreichend Objektive montiert und gefertigt hat. Es ist also irgendwie verständlich, dass direkt am Start nicht alles in jeder Menge verfügbar ist. Die weiteren Details, die gucken wir uns jetzt mal ganz schnell an. Also das Trioplan 100 2.82 lieferbar. Wer davon noch nichts gehört hat, der guckt mal in mein letztes Video über Charakterobjektive. Da taucht auch das Trioplan auf, auch wenn man hier für sich persönlich nur bis zu 5 Stück bestellen kann, mit verschiedenen Anschlussvarianten. Da das Objektiv an sich das gleiche bleibt und nur die Mount-Variante gewechselt wird bzw. entsprechend vormontiert wird, ist das relativ einfach zu bewerkstelligen. Über die Qualitäten des Objektivs an sich brauche ich, glaube ich, keine großen Worte mehr verlieren. Aber ich kann euch versprechen, dass ich einen ausführlichen Test zu dem Trioplan 100 F2.82 machen werde. Da wird es gegen seinen, ja, ich sag mal, Großvater antreten. Und dann gucken wir mal, wie ähnlich oder wie unterschiedlich die beiden Varianten sind. Die nächsten Objektive, das Trioplan 50-2 und auch das Lüdith 30, werden dann in den nächsten Monaten produktionsfertig sein oder auslieferungsfertig, so sollte man das sagen. Und ich glaube, das muss man jetzt auch den Machern von OPC zugute halten, dass eben das Konzept ein völlig anderes ist. Das auch allen Skeptikern gesagt, die immer noch sagen, hey, das ist doch dasselbe Spiel wie vorher. Nein, der Unterschied ist ganz klar, es gibt keine Kickstarter-Kampagne, es gibt keine Vorfinanzierung von außerhalb durch Kunden oder, sondern die Objektive sind da und nur wenn sie da sind, können sie verkauft werden. Und nur wenn sie verkauft werden, bringen sie auch Geld in die Kasse. Das heißt, um Geld zu erwirtschaften, muss ich valide Objektive an den Start bringen können und die müssen dann auch in Ordnung funktionstüchtig sein, denn ansonsten habe ich mit Reklamationen und dem ganzen Rattenschwanz da dran keinen Spaß. Ich gehe also erstmal sehr positiv davon aus, dass wir diesmal einen gelungenen Neustart von Meyer Optik Görlitz erleben. Und ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen so mit der Historie von Meyer Optik Görlitz beschäftigt. Da blende ich mal eben eine Webseite ein, die man da gerne mal lesen kann, wenn man sich dafür interessiert. Also, lange Rede, kurzer Unsinn. Die Entwicklung passt in die Geschichte von Meyer Optik Görlitz rein, wie die Faust aufs Auge. Und wie es in der Vergangenheit auch immer mal ganz gloriose und gute Zeiten gab, hoffe ich und drücke ganz fest die Daumen, dass jetzt eine von diesen guten Zeiten für diese Traditionsfirma folgt und ihr seid Teil davon, denn wenn ihr euch für das Objektiv interessiert oder wenn ihr überhaupt Spaß an Vintage-Objektiven habt, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an und bestellt eins und macht dann eure eigenen Erfahrungen und berichtet dann auch gerne darüber. Ich finde das großartig. Ich finde nicht nur diese Objektive, sondern auch der Name Meyer Optik Görlitz hat das definitiv verdient. Was ihr verdient habt, ist eine Alternative zur Dia-Film-Negativ-Haltevorrichtung von Negative Supply. Die ist toll, wenn man mit einem Makroobjektiv seinen Film digitalisieren möchte. Eine Alternative, die ich bis jetzt überhaupt nicht kannte, ist die Skia Copybox 1, 2 oder 3. Und was sich dahinter verbirgt, zeige ich euch jetzt. In Deutschland kann die Skia Copybox 2 zumindest über Equiprent bezogen werden. Aber in Asien gibt es da schon den Nachfolger, den zeige ich euch gleich. Hier erstmal die Zweier-Variante aus Bambus mit Masken für Formate bis 6x9.
und Kleinbild, eingebaute Durchlichteinheit, Handschuhe und Blasebalg werden sogar mitgeliefert. Tolles System, finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt zeige ich euch noch die Skierbox 3, die Copybox 3. Macht jetzt auch bis 6x12, also panoramafähig. Nützliches, großartiges Produkt. Werde ich mich auch mal hinterklemmen, euch das noch ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Wer mit Makroobjektiv und Digitalkamera seine Dias digitalisieren möchte, hat hier zumindest eine weitere Alternative. Großartig. Es ist günstiger, es ist aus Bambus, es ist die Lichtquelle gleich mit drin. Auf jeden Fall einen Blick wert, meines Erachtens nach. Ein Blick wert ist auch das Angebot von SafeLight. Das ist ein Film-, Kamera-, analoge Fotografie-Geschäft in Berlin, die aber auch Versand anbieten, also zumindest bundesweit, vermutlich sogar weltweit liefern. Und die haben was wirklich Spannendes an den Start gebracht, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Eine Alternative ist auch der Spätlight 800T. Im Prinzip dasselbe wie ein CineStill 800T, auch ähnlich ausverkauft, aber produziert in Berlin. Und auch da steckt der Vision 3 500T drin, dem der Ramjet Layer entfernt wurde, so dass er im normalen C41-Prozess entwickelbar ist. Das Bildergebnis wird sich in 0, nichts von dem des CineStill 800T unterscheiden. Ist etwas günstiger und überhaupt macht SafeLight in Berlin immer spannendere Produkte. Und da werden viele kreative Ideen angedacht. Schaut also auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei. Da gibt es nämlich wirklich viel, viel, viel spannendes Zeug. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich nach dieser Krisensituation definitiv mal wieder nach Berlin turne. Ist ja immer eine Reise wert. Eine Reise wert sind auch die neuen Workshops. Ja, es geht endlich wieder los. Ich brenne darauf, ich bin heiß. Ich habe richtig Lust und da ich sowieso die Street-Fotografie-Workshops auf dem Terminplan hatte, die draußen stattfinden und man da den Abstandsregeln problemlos befolgen kann und überhaupt das Risiko relativ gering ist. Ich will ja schließlich nicht, dass jemand auf einem meiner Workshops krank wird. Ja, denn ab Ende August geht es los, im September, Oktober. Die Termine werden Anfang nächste Woche auf der Webseite sein. Guckt da also unbedingt mal nach. Vermutlich sind die schon da, wenn das Video online geht, aber definitiv werden sie Anfang nächster Woche zu sehen sein. Also auf jeden Fall mal drauf gucken und Workshops buchen. Diejenigen, die bei der Bilderbestellaktion mitgemacht haben, vergesst euren Gutscheincode nicht. Dann gibt es die Workshops nochmal günstiger und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit euch loszuziehen und Streetfotografie ohne Bauchschmerzen mal auf eine ganz andere, eine Herangehensweise an das Thema Streetfotografie, so dass das zu jedem individuell passt und ganz geschmeidig machbar ist. Als nächstes habe ich ein paar Basteltipps. Ich finde sowas immer wichtig, in einer Magazinsendung auch was zum Mitmachen zu haben. Beim ersten, das ist mit so einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, so richtig basteln muss man da nicht. Ich fand das aber niedlich, als ich das gesehen habe. Schaut doch mal hier. Ich werde zu diesem Projekt nicht sonderlich viel sagen, außer dass ich es eine nette, kleine, niedliche Idee finde. Und ich wollte euch das einfach, weil ich schmunzeln musste, vorgestellt haben. Link ist unten, guckt euch das gerne mal an. Ja, der Trend geht ja sowieso zum Microgardening, gerade in den urbanen Lebensräumen, wo der moderne Mensch sich heute gerne aufhält. Da sind kleine Gartenkonzepte ja jederzeit gefragt und das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Gartenkonzept. Von mir ein Daumen hoch. Einen Daumen hoch gibt es auch für das zweite Bastelprojekt. Das ist so ein bisschen durch die Basis, die genutzt wird, so ein bisschen nerdy. Man könnte das vermutlich mit anderen Systemen, aber guckt euch das einfach mal ganz unvoreingenommen an. Vielleicht ist das ja was für euch.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass der BBC Micro Bit Shutter Timer schon so eine richtige Sparversion ist. Also er funktioniert. Aber das Display an sich ist schon eine große Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob man mit einem Arduino-Projekt da nicht besser bedient ist, aber es ist natürlich konkurrenzlos billig und es ist noch wesentlich einfacher als ein Arduino-Projekt. Als kleine Bastelgeschichte für zwischendurch, vielleicht auch mit den Kids zusammen, mit Sicherheit eine tolle Erfahrung und von so her hat es definitiv verdient, hier vorgestellt zu werden. Das, was der Roger Hyan da gebastelt und entwickelt hat, ist zumindest spannend. Sollte problemlos an einem Nachmittag zu realisieren sein. Ja, und das letzte Bastelprojekt, ja, das ist ein bisschen größer. Da geht es um die Lomo Instant Kamera und was man damit machen kann. Schaut doch mal hier. Um eine Lomo Kamera, eine Lomo Instant umzubauen für Wetplate Fotografie, also für Nassplattenfotografie, muss man, glaube ich, schon ein ganz gehöriger Idealist, ein ganzes Stück verrückt sein. Aber schaut euch mal das Video hier an, Link gibt's unten. Es ist tatsächlich machbar. Ich weiß nicht, ob das so das Maß aller Dinge ist, aber bitte, des Menschen Wille ist ein Himmelreich, oder wie heißt das so schön? Also wenn es Spaß macht, darum soll es ja gehen. Spaß haben, in erster Linie. Und wem Basteln dann doch zu viel Aktivität ist, noch zwei passive Unterhaltungsangebote. Zum einen ein wunderschöner Film über Polaroid, sehr emotional, sehr sehenswert. Verlinke ich euch unten in den Shownotes und hier gibt es jetzt so einen kleinen Ausschnitt. Dieses Video zum Thema Polaroid ist dann mit Sicherheit auch mal einen Blick wert. Kann man sich abends mal zum Entspannen wunderschön angucken. Ich fand es großartig, auch wenn ich nicht so der Polaroid-Freak bin. Ein sehr, sehr angenehmes, schönes, unterhaltsames Video. Ja. Das war das Thema Polaroid und das letzte Thema, was ich für heute auf dem Zettel habe, nochmal was zum Angucken, am besten schön auf dem Sofa und dann im Smart TV zurückgelehnt mit einem Knabberei und einem Bierchen in der Hand oder einem Wein oder einem Warmgetränk, was immer euch da am liebsten ist. Wie war das mit der Filmentwicklung eigentlich früher? Ein Film, wie gemacht, um zum Thema analoge Fotografie zu passen, denn die Bilder, die sehen ähnlich analog aus, auch wenn das damals fürs Fernsehen produziert wurde. Hier ein kleiner Vorgeschmack und den ganzen Film, den Link wie immer da unten. Ja, der Look von dem ganzen Video bringt natürlich gleich Erinnerungen an alte Fotografiemomente hoch. Das passt perfekt zum Thema analoge Fotografie und ein bisschen schön ist das immer, sich da nochmal erinnert zu fühlen, wie es denn früher wirklich war. Ja, jetzt sollten eigentlich alle eure Bedürfnisse befriedigt sein. Es gab Neuigkeiten, wirklich spannende, großartige Neuigkeiten. Es gab was zum Basteln, es gab was zum Lernen und es gab was zum Zugucken. Snacks und Getränke, da müsst ihr selber für sorgen. Ich bin an dieser Stelle raus und wie immer heißt es deswegen von mir, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.